Der Weidemann Teleskoplader T4512 ist einzigartig in seiner Kombination aus Hubhöhe, Breite und Maschinenleistung und ist seit über 10 Jahren am Markt sehr erfolgreich unterwegs. Die Kompakt-Teleskopladerklasse wurde seinerzeit von Weidemann mit dieser Maschine erfunden. Mittlerweile ist der T4512 in vielen Branchen nicht mehr wegzudenken. So läuft dieser Lader sehr erfolgreich in Land- und Pferdewirtschaft, Industrie und Gewerbe, Kommunen sowie Hotel und Touristik. Heute möchte ich Ihnen die neue Generation des T4512 vorstellen. Je nach Einsatzzweck können Sie zwischen zwei verschiedenen Motoren auswählen. Der 25 PS Motor stellt die Einstiegsvariante dar. Zudem erfüllt er die aktuelle Abgasstufe 5, kommt jedoch ohne eine zusätzliche Abgasnachbehandlung aus. Der 45 PS Motor für den Profi-Einsatz erfüllt ebenfalls die aktuelle Abgasstufe 5. Hier kommt eine automatisch regenerierende Abgasnachbehandlung mit DOC und DPF zum Einsatz. Ihr Vorteil? Harnstofflösung oder DEF muss bei dieser Technologie nicht zugesetzt werden. Optional ist eine maximale Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h mit dieser Motorvariante erhältlich. Durch die bereits vom Vorgängermodell bekannte Allradlenkung können Sie die volle Wendigkeit und Kraftentfaltung auf kleinster Fläche ausschöpfen. Dann kommen wir noch zu zwei weiteren möglichen Lenkarten. Sichere Fahrt auch bei höheren Geschwindigkeiten mit der Vorderachslenkung. Zentimetergenaues Navigieren beim Seitwärtsfahren ist mit der Hundeganglenkung möglich. Die Maschine besitzt ein komplett neu überarbeitetes Interieur und ein farborientiertes Bedienkonzept. Der neue Joystick wird zum Alleskönner. Egal ob Fahrtrichtungsänderung, die Bedienung des dritten Steuerkreises, die Bedienung der Elektrofunktion oder der Fahrstufenwechsel. Alles liegt auf einer Hand und kann perfekt in den Arbeitsablauf integriert werden. Die Dauerfunktion des dritten Steuerkreises kann bequem per Keypad aktiviert werden. Die Teleskopierfunktion ist ebenfalls proportional bedienbar. Unser Vertical Lift System ist eine einzigartige Besonderheit im Teleskopladerbereich, die den T4512 so erfolgreich gemacht hat. Mit dem Fahrerassistenzsystem VLS bekommen Sie beim Heben und Senken eine sehr wertvolle Unterstützung. Die teilautomatisierte Teleskopierbewegung sorgt dafür, dass sich die Last stets nah an der Maschine befindet. Damit wird der T4512 sehr standsicher und bedienfreundlich. Und das gibt es kein zweites Mal auf dem Markt.
Mit dem neuen, elektronisch geregelten Fahrantrieb EC Drive können Sie ganz nach Bedarf fahren und arbeiten. Der Automodus sorgt für die gewohnte 100% Performance der Maschine. Der Eco-Modus fährt mit reduzierter Motordrehzahl, sodass sowohl eine Geräuschreduzierung als auch Kraftstoffersparnis möglich ist. Für die Feindosierung von hydraulisch betriebenen Anbaugeräten können zwei verschiedene Fahrmodi gewählt werden. Sämtliche Fahrmodi können Sie mit den nah beieinander liegenden Keypads und POTIs bedienen. Im Anbaugerätemodus greift die Maschine aktiv ins Fahrverhalten ein, um die hydraulische Durchflussmenge am Anbaugerät immer konstant zu halten. Somit bleibt die Drehzahl des Anbaugerätes auch unter Belastung immer gleich. So lassen sich beispielsweise unterschiedliche Belastungsspitzen beim Betrieb eines Mulchers oder einer Kehrmaschine komfortabel abfangen und automatisch regulieren. Für den Betrieb von Anbaugeräten können Sie sich wahlweise auch für unseren M-Drive-Modus entscheiden. Hierbei stellt man mit dem Handgas die Drehzahl des Anbaugerätes ein, steuert mit dem Fußpedal die Fahrgeschwindigkeit. Die elektrische Parkbremse fällt automatisch ein, wenn das Fahrzeug steht oder die Fahrtrichtung neutral gewählt wird. Und genauso automatisch wird die Bremse gelöst, wenn man Gas gibt und weiterfahren möchte. Sehr komfortabel und sicher zugleich. Mit der neuen Anordnung der Düsen und dem Einbau einer optional erhältlichen Klimaanlage haben wir die Luftströme in der Kabine deutlich optimieren können. So können Sie sich Ihr persönliches Arbeitsklima leicht selbst wählen. Komfortabler Wechsel von hydraulischen Anbaugeräten. Mit der Druckentlastung direkt vorne am Teleskoparm ist das auch bei laufendem Motor möglich. Mit der Flatface-Hydraulikkupplung wird der Wechsel zusätzlich erleichtert.